Wir kommen zum dritten und längsten Teil der Videoreihe zum Buch How the World Works. Übergang zur Ökonomie der Zukunft, Chancen für den Kommunismus. Politisch gesehen müsste die Überschrift Übergang zum Kommunismus heißen. Das ist die Überzeugung der vielen Kommunisten und kommunistischen Parteien und die auch Paul Cockshott teilt. Doch wissenschaftlich beweisen lässt sich das nicht. Und dass die Geschichte ein Telos, ein Ziel habe, davon haben wir uns schon lange verabschiedet. Bei diesem Übergang stehen wir vor einer anderen Situation als bei den anderen. Dort konnten wir aus der Perspektive der vollendeten Tatsache berichten. Bei Ereignissen, die in der Zukunft liegen, ist uns das verwehrt. Für diesen Block habe ich mir Folgendes vorgenommen. Wir beginnen mit der Frage, was ist kapitalistische Produktionsweise? In dem Sinn, was muss vorhanden sein, damit sich kapitalistische Produktion entwickeln kann? Auf seinen inneren Mechanismus und seine Zukunft gehe ich am Schluss ein. Dann sehen wir uns die Technologie an. Zunächst unter dem Aspekt der begrenzten Nutzbarkeit fossiler Brennstoffe, sei es wegen ihrer absehbaren Begrenztheit oder wegen ihrer CO2-Emissionen. Wir werden es also mit Ressourcenzwängen zu tun haben, die in den Bereichen Energie, Werkstoffe, Verkehr abgeschätzt werden. Der zweite Punkt der Technologie betrifft die Rolle der Information. Der nächste Punkt ist dann die Demografie. Zunächst unter dem Aspekt, wie sich die heutige neoliberale Politik die Demografie zunutze gemacht hat. Sie wird aber dann im letzten Punkt innerökonomische Zwänge, die die Existenzgrundlage des Kapitalismus berühren, eine deutlich bedeutende Rolle spielen. Aus dem Problem, vor die die kapitalistischen Gesellschaften gestellt sind, den Ressourcenzwängen, den demografischen und ökonomischen Zwängen, wird abgeschätzt, inwieweit sich daraus Chancen für einen Kommunismus eröffnen. Jetzt also zur Frage, was ist Kapitalismus? Unser Ausgangspunkt ist die kapitalistische Produktionsweise. Wir haben erlebt, dass im 18. und 19. Jahrhundert Elemente des Kapitalismus schließlich zu einer dauerhaften Begegnung führten. Um ein Zitat von Louis Althusser zu bringen, es trifft sich, dass diese Begegnung, gemeint ist die Begegnung von Geldeigner und freigesetzten Arbeitskräften, stattgefunden hat und gegriffen hat. Was heißen soll, dass sie sich nicht sofort wieder aufgelöst hat, sondern angenauert hat und damit zu einer vollendeten Tatsache geworden ist. Die vollendete Tatsache dieser Begegnung, aus der stabile Beziehungen entstehen und eine Notwendigkeit, deren Erforschung uns die Gesetze liefert, die zweifellos Tendenzen beschreiben. Die Gesetze der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise. Wir haben zwar gesehen, dass noch ein bisschen mehr dazugehört als Geldeigner und freigesetzte Arbeiter. Aber was Althusser sicherlich richtig sieht, dass sich mit stabilen Beziehungen auch Gesetzmäßigkeiten entwickeln können. Das heißt, der endlose Strom der Atome ist zwar stochastisch, wir sind aber deswegen nicht reinem Chaos ausgeliefert. Auf der anderen Seite haben wir erlebt, wie sich im 20. Jahrhundert Ansätze kommunistischer Gesellschaften gebildet haben. Die Oktoberrevolution war das Ergebnis einer zufälligen Konstellation. Kaum ein Marxist hat sie zu der Zeit und dort erwartet. Sie konnten sich in Europa gar nicht halten. In Amerika, sprich Kuba und Asien, konnten sie zwar die Konterrevolution vermeiden,
Doch hat der Feind in ihrem Haus das Privateigentum größeren Spielraum bekommen und es ist nicht ausgemacht, ob es wieder siegt oder nicht. So stellt sich die Frage, wann sind Begegnungen dauerhaft? Die Behandlung des Problems, wie Prozesse eine stabile, wiederkehrende Form annehmen, ist in der Wissenschaft weit verbreitet. Besonders Biologen und Biochemiker, die sich mit den Ursprüngen des Lebens beschäftigen, diskutierten es. Sie müssen erklären, wie es entgegen der Tendenz zur maximalen Unordnung, die die thermodynamischen Gesetze nahelegen, zu hochgeordneten Strukturen kommt und selbst eingeschlossen. Ein solcher Prozess ist zum Beispiel die Autokatalyse. Wir kennen sie aus der Chemie, eine Reaktion, bei der ein Endprodukt als Katalysator für die Reaktion dient. Stuart Kaufmann prägte den Begriff autokatalytisches Netzwerk. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk, bei dem jedes seiner Komponenten, wenn sie vorhanden sind, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das gesamte Netzwerk fortbesteht. Diese Wahrscheinlichkeit ist jedoch eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Kaufmann schlug eine entwaffnend einfache Sichtweise für das, was Leben ist, vor. Leben ist eine erwartete, kollektiv selbstorganisierte Eigenschaft von Polymeren, die autokatalytisch sind und sich kollektiv reproduzieren. Was aber ist Kapitalismus? Wir hatten vorhin schon das Marxische Diktum gehört. Die Handmühle ergibt eine Gesellschaft mit Feudalherren, die Dampfmühle eine Gesellschaft mit industriellen Kapitalisten. Cockshott sagt, die kapitalistische Produktionsweise ist die maschinelle Produktion. Kapitalistische Gesellschaften zeichnen sich aus durch Energie, die hauptsächlich aus künstlichen, nichtmenschlichen Quellen gewonnen wird, durch eine ertragsstarke Landwirtschaft, die große städtische Bevölkerung versorgen kann, durch den weit verbreiteten Einsatz von Maschinen und angewandter Wissenschaft, durch viele Lohnarbeiter, die in privaten Unternehmen Waren herstellen. Und das Mehrprodukt erscheint als monetärer Profit. Diese Komponenten bilden ein autokatalytisches System. Externe Energiequellen vorausgesetzt, reproduziert sich das vereinigte System selbst und wächst. Der Katalysator ist der Profit. Er ist Ziel und gleichzeitig Voraussetzung, um Profit machen zu können. Jetzt zum Komplex Technologie. Wir stehen vor der Situation, dass wir einerseits nicht zurück können in eine Weidewirtschaft, die könnte die jetzige Bevölkerung nicht tragen. Wir können aber auch nicht mehr lange auf der Grundlage einer extraktiven Wirtschaft mit fossilen Brennstoffen überleben. Das vielleicht grundlegendste Problem, vor dem wir stehen. Der Übergang zu einer Wirtschaft ohne fossile Brennstoffe oder mit wenig fossilen Brennstoffen bringt Ressourcenzwänge mit sich, die wir bisher nicht kannten. Kapitalismus und der bisherige Sozialismus haben dieselbe Technologie. Es stellt sich die Frage, ob der Übergang zu einer postfossilen Technologie den Kommunismus gegenüber dem Kapitalismus begünstigt. Wir betrachten, wie schon angekündigt, die Felder Energie, Werkstoffe und Verkehr. Zur Energie. Wenn wir die
Energieverteilung sowohl im Weltmaßstab als auch hier bei uns in Deutschland betrachten, stellen wir fest, der Anteil der fossilen Energie ist überwältigend, liegt bei 80%. Es fällt auch auf, dass die Verteilung in Deutschland ziemlich ähnlich ist der in der ganzen Welt. Der größte Unterschied liegt in der Kernenergie, die in der im Weltmaßstab 4,9% ausmacht, während sie bei uns 11% ausmacht. Die Kernenergie soll allerdings bei uns auf Null zurückgefahren werden, was problematisch ist, wenn wir uns die Alternativen zu fossiler Energie ansehen. Was sind die Alternativen? Vorhandene Alternativen ist die Kernenergie. Die steht allerdings vielen Ländern nicht zur Verfügung. Dann die Wasserkraft. Die Wasserkraft ist geografisch beschränkt. In Reifung befinden sich Sonne und Wind. Sie sind schon wettbewerbsfähig gegenüber der Kohle. Ein Problem ist dabei der unterschiedliche Ertrag, der vom Wetter abhängig ist, der ein Problem bei dem Stromnetz, bei den 50 Hertz, auf die das Stromnetz genau gehalten werden muss, ergeben können. In Erprobung befinden sich verschiedene Nettechnologien. Ich nenne jetzt hier mal, also Nettechnologien steht für Negative Emission Technology, negative Emissionstechnologie. Da gibt es einmal das CCS, Carbon Capture and Storage, also Kohlenstoff einfangen und speichern. Die Emissionen von CO2 werden aufgefangen und in geeigneten geologischen Formationen gespeichert. Nun ist aber die Speicherung wenig entwickelt und es gibt auch geringe Betriebserfahrung. Es lässt sich auch nicht alles CO2 abscheiden. Laut Bundesumweltamt sind es 60-85%, die aber auch erst in der Praxis sich erweisen müssen. Es gibt die Gefahr plötzlicher CO2-Entweichung. Es hat eine schreckliche Katastrophe gegeben in einem See in Kamerun, wo nach einer solchen explosiven Entweichung Tausende von Menschen zu Tode gekommen sind. Und das größte Problem ist aber dabei, dass überhaupt keine zusätzliche Energie geliefert wird. Und man eigentlich von einer Einladung zur weiteren Verwendung fossiler Energie sprechen kann, die Öl- und Gasindustrie gerne annehmen wird. Ein bisschen anders sieht es aus bei dem BECCS, also Carbon Capture and Storage plus Bioenergie. Energiepflanzen ziehen dabei, also Energiepflanzen wie Raps und Mais, ziehen CO2 ein, werden in der Biogasanlage verwertet zu Strom und Wärme. Das dabei entstehende CO2 wird abgeschieden und gespeichert. BECCS liefert wenigstens Energie, tritt tendenziell aber dabei in Konkurrenz zu landwirtschaftlichen Nutzpflanzen. Perspektivisch bleibt immer noch nur die Kernfusion, mit der auch mittelfristig kaum zu rechnen ist. Wir sollten nicht versäumen, einen Blick auf den vergangenen Sozialismus zu werfen, auf die Pläne der Sowjetunion für die nicht fossile Energieversorgung. In der Sowjetunion wurde der erste Fusionsreaktor entwickelt, der Tokamak T1, 1958 war das. Solche Fusionsreaktoren haben den großen Vorteil, dass ihr Rohstoff Deuterium praktisch unbegrenzt vorhanden ist,
im Wasser der Erde. Das dazu benötigte Tritium wird gebrütet, das heißt, kann durch Reaktion von Lithium mit Neutronen gewonnen werden. Perspektivisch lässt sich Tritium aber auch innerhalb des Reaktors selber herstellen. Was wir hier sehen, ist natürlich nicht der Tokamak, der erste Tokamak, sondern der aktuelle Tokamak ITER. Ich sage gleich noch etwas dazu. Man beachte hier, ich hoffe, dass das zu sehen ist, diese kleine menschliche Figur, die also illustrieren soll, das gigantische Ausmaß dieses Versuchsreaktors. Ein weiteres Projekt waren Sonnenkraftwerke im Orbit, also in der Umlaufbahn. Nahezu ohne Unterbrechung könnten die Sonnensegel eines solchen Satelliten das Sonnenlicht einfangen, es zu Mikrowellen umwandeln und diese zur Erde schicken. Schlechtes Wetter spielt dabei keine Rolle, da Mikrowellen Wolken durchdringen können. Wir sehen hier auch eine sowjetische Trägerrakete Energia, die die Solarkraftwerke in den Orbit befördern sollte. Daran befestigt ist die Raumfähre Buran. Die langfristigen Pläne der Sowjetunion für nicht fossile Energieversorgung sahen nukleare, thermonukleare Kraftwerke und Solarkraftwerke im Orbit vor. All diese Techniken sind nur als staatliche oder staatlich unterstützte Projekte denkbar. Die Entwicklung von Fusionsreaktoren ist so aufwendig, dass sie die Kapazitäten einzelner Staaten übersteigt. Am 1985 entstand auf Initiative der UdSSR das ITER-Projekt, also ITER steht für International Thermonuclear Experimental Reactor, an dem heute 35 Staaten beteiligt sind. Der Reaktor steht in der Nähe von Aix-en-Provence in Frankreich. Eine solche Technologie steht und stände quer zur kapitalistischen Produktionsweise. Das negative Realexperiment wurde mit der Konterrevolution in der Sowjetunion durchgeführt. Die aufwendigen Projekte wurden in der Jelzin-Ära ziemlich bald, das war 1995, schon aufgegeben. Und Russland blieb stark und bleibt bis heute in der fossilen Energie. Fazit. Grundsätzlich gilt, dass hohe Kapitalintensität mit geringen Profitraten verbunden ist, was wenig attraktiv für Kapitalisten ist. Von den hier diskutierten Energiequellen wären nur Wind- und Solarenergie mit kapitalistischer Produktion kompatibel, weil der Kapitalaufwand dort relativ bescheiden ist. Aber ich hatte schon gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das ausreichen wird. Mittelfristig wird es eine Kombination von Kernkraft, Sonnen- und Windenergie sein, die einen Großteil der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ersetzen könnte. Zu den Werkstoffen. Die Industriegesellschaft ist stark abhängig von Werkstoffen, die fossile Brennstoffe verwenden oder CO2 ausstoßen. Nachdem im 19. Jahrhundert vorwiegend mit Ziegel gebaut wurde, wurde ab dem 20. Jahrhundert Beton das wichtigste Baumaterial. Beton besteht aus weltweit verfügbaren Rohstoffen, Kalkstein, Ton, Gesteinskörnung. Kalkstein und Ton sind Bestandteile von Zement. Man könnte also auch sagen, Beton besteht aus Zement plus Gesteinskörnung.
Dieser Zement eben ist der problematische Bestandteil des Betons. Er ist sehr energieaufwendig und setzt viel CO2 frei. Es gibt Schätzungen, nach denen Zementproduktion weltweit 5% aller CO2-Emissionen ausmacht. Die Herstellung von Zement ohne CO2-Ausstoß ist prinzipiell möglich, aber 2 bis 3 Mal so teuer. So bleibt Stein als kohlenstoffarmes Baumaterial erhalten. Die Dauerhaftigkeit von Stein wird großes Plus sein bei Stagnation der Bevölkerung. Für die Welt der Maschinen, Brücken, Schiffe und Autos ist Stahl der fundamentale Werkstoff. Der größte Teil wird heute aus recycelten Quellen gewonnen. In den USA sind das 70%, 30% durch Verarbeitung von Eisenerz nach dem herkömmlichen Verfahren. Wenn die CO2-Emission drastisch verringert werden soll, müsste erstens das Recycling so weit getrieben werden, dass der Rest mit Holzkohle statt Kohle bewältigt werden kann. Und zweitens, dass in vielen Anwendungen Stahl durch andere Metalle, wahrscheinlich Aluminium, ersetzt werden muss. Aluminium wird durch einen vollständig elektrolytischen Prozess hergestellt, bei dem wenig CO2 freigesetzt wird. Aluminium ist schwächer als Stahl, muss also dicker verbaut werden und 3-mal so teuer. Zum Verkehr. Zunächst die Schifffahrt. Der globale Verkehr hat unter Bedingungen eingeschränkter fossiler Energie mit beträchtlichen Konsequenzen zu rechnen, denn die heutigen Schiffe sind aus Stahl und haben Dieselantrieb. Was sind die Alternativen bei den Werkstoffen? Holz ist für größere Schiffe nicht geeignet und der Rückgang auf Segelschiffe würde größere Mannschaften erfordern. Als Alternative käme Aluminium in Frage. Es wird von und wird vielleicht auch noch von Kriegsschiffen verwendet. Es gibt dort zwar Korrosionsprobleme und zwar in Form von Kontaktkorrosion, wenn zum Beispiel Aluminium mit Stahl zusammenkommt, aber die Probleme sind lösbar. Man könnte zum Beispiel nur den Rumpf aus Aluminium bauen. Das größere Problem ist der Antrieb. Batterien und Solarstrom fallen aus. Batterien reichen nicht so lange. Solarstrom reicht nicht als Antrieb für große Schiffe. Schiffe mit Kernenergie funktionieren gut, sind aber zu teuer und zu unsicher. Vielleicht kommt eine neue alte Form der Windkraftnutzung wieder in die Diskussion. Das sind die Flettner-Schiffe. Ein Flettner-Schiff zeichnet sich durch einen hohen rotierenden Zylinder aus. Das ist der Flettner-Rotor. Dieser nutzt den sogenannten Magnus-Effekt aus, der darin besteht, dass, wenn Wind auf einen rotierenden Zylinder stößt, er eine vertikal zur Windrichtung gerichtete Kraft erzeugt. Die Rotation des Rotors besorgt ein kleiner Elektromotor, weil dessen Energie zur Versorgung viel geringer ist als die Energie, die aus der Windkraft genutzt werden kann, kann dieser Elektromotor auch durch die gleichzeitig mit der Windkraft gespeist werden. Wir sehen hier ein Originalschiff, das war aus den 1920er Jahren. Damals hatte dieses Schiff keine Chance gegen Diesel. Bei der Verdrängung des Diesels sieht es aber anders aus.
Und hier rechts sehen wir ein modernes Experimentalschiff aus unseren Zeiten. Insgesamt lässt sich festhalten, die Frachtkosten in der Schifffahrt werden wegen der erforderlichen neuen Werkstoffen und auch wegen der neuen nötigen Antriebe steigen. Zur Luftfahrt. Ein naheliegender Ersatz für Kerosin ist der Wasserstoff. Das ist technisch machbar und wurde auch schon gemacht. Sein Hauptnachteil besteht darin, dass er viel weniger dicht ist als Kerosin, sodass ein erheblicher Teil des Rumpfvolumens für Treibstofftanks aufgewendet werden müsste. 1988 baute Tupolev tatsächlich eine modifizierte Tu-155, die mit Wasserstoff flog, wobei der hintere Teil der Passagierkabine vom Treibstofftank eingenommen werden musste. Also weniger Passagiere, also teurer. Auch der Treibstoff ist teuer. Fazit. Die Transportkosten für Schiff und Luftfahrt werden steigen. Dies wird tendenziell das derzeitige Modell der Globalisierung erheblich untergraben. Höhere Transportkosten werden lokale Produzenten gegenüber globalen begünstigen und Landverbindungen gegenüber Seeverbindungen. Welche Konsequenzen stecken da drin? Der Schienenverkehr wird attraktiver werden. Ein Vorgeschmack haben auf die neue Seitenstraße bildet schon die Eisenbahnverbindung Duisburg-Shanghai. Elektrifizierte Eisenbahn ist schon bei heutiger Struktur ähnlich teuer wie Diesel. Wenn sich Stromerzeugung in Richtung erneuerbare Energien und Kernkraft bewegen, wird der Vorteil noch größer. Elektrifizierte Eisenbahnnetze erfordern hohen Kapitalaufwand. Das kann nur staatlich oder mit massiver staatlicher Unterstützung aufrechterhalten werden. So ist es kein Wunder, dass der elektrifizierte Anteil in den USA 1% beträgt, während er in China eher 70% beträgt. In Deutschland beträgt der 61%, wobei 6 bis 7 Milliarden an staatlichen Zuschüssen jährlich an die Bahn fließen. Elektromobilität ist im Prinzip eine sinnvolle Alternative zu fossilen Brennstoffen. Wenn der Autobesitz der hochentwickelten Länder allerdings als Maßstab für die ganze Welt genommen wird, wird es einen Run auf Lithium geben, von dem es ja zurzeit heißt, dass genügend davon vorhanden ist auf der Welt. Abgesehen vom Wahnsinn, der darin steckt, wäre dann tatsächlich zu fragen, ob der Lithiumvorrat dann noch reicht. Zusammenfassend lässt sich festhalten, der Umstieg auf nicht fossile Brennstoffe untergräbt das bisherige globale Verkehrsmodell. Die höheren Kosten im Fernverkehr begünstigen lokale Infrastrukturen. Höhere Kosten bedeuten mehr Arbeitszeit, bedeuten mehr Arbeiter, wenn die Arbeitsproduktivität nicht entsprechend steigt. Gleichzeitig nimmt der Bevölkerungszuwachs ab. Diese Situation wird die Position der Arbeiter gegenüber dem Kapital stärken. Jetzt zum zweiten Punkt der Technologie, die Information. Die Auswirkung der Automatisierung macht sich vor allem in der Verbreitung von Informationen bemerkbar und weniger bei der Produktion physischer Produkte. Wenn wir
zum Beispiel eine Interaktion im Internet, eine Suchanfrage betrachten, dann wird dabei eine Reihe von Maschinen durchlaufen, die automatisch aufeinander reagieren. Eine Suchanfrage vom heimischen Computer läuft an Google und Co., an die Serverform von Google und Co., durchläuft hier schon eine Reihe von Maschinen, die nicht eingezeichnet ist, angefangen vom Router oder ADSL-Modem über Switches und kleinen und großen Knoten, alles ohne menschliche Zutun. Um auf in der Suchmaschine erfasst zu werden, ist Voraussetzung, dass Webseiten indiziert sind. Das besorgt der sogenannte Crawler. Crawler grasen das weltweite Web ab nach Webseiten und liefern sie an den Index. Sind Webseiten indiziert, dann werden sie durch einen geeigneten Algorithmus ausgewählt und sortiert. Und das Ergebnis kommt dann auf demselben Weg zurück an den heimischen Computer. Also alles ohne menschliches Zutun. Die Arbeit wird verrichtet durch Menschen, die die Geräte bauen, die sie einrichten, die die Software schreiben und die den Strom erzeugen. Das Produkt ihrer Arbeit ist die Lieferung von Informationen, die angefordert werden. Die eigentliche Information lässt sich schwer auf menschliche Arbeit beziehen. Man kann also nicht sagen, so und so viel Bit entsprechen so und so viel Arbeit. Wenn dem aber so ist, folgt daraus, dass Information keine Ware ist. Denn Ware ist ein Produkt menschlicher Arbeit. Auch wenn Cloud-Dienste nach Bit abrechnen, heißt das noch nicht, dass Bits eine Ware sind. Auch hier lässt sich kein Bezug zur Arbeit herstellen, sondern eher geht es hier um Rentenpreise. Interessant ist, auf welche Art und Weise die Arbeit der Menschen, die die Geräte bauen, Software schreiben und so weiter, verwertet wird. Ihr Arbeitsprodukt ist die Generierung von Informationen. Google verkauft aber nicht Informationen, sondern Anzeigen. Ein beträchtlicher Teil der Entwicklungsarbeit widmet sich der Ermittlung der besseren Leads. Wer wird aus welchem Grunde nach oben geschoben in der Darstellung der Suchergebnisse? Und nicht einer besseren Dienstleistung für die Endnutzer. Der eigentliche Nutzen des Webs wird verfehlt. Und man braucht sich nur mal vorzustellen, dass eine Regierung oder öffentliche Einrichtung die Generierung werbefreier Informationen organisiert, um die Alternativen aus der Hand legen zu sehen. Es gibt aber auch so etwas wie antizipierten Kommunismus. Ein großer Teil des Webgebäudes besteht aus freier Open-Source-Software, geschrieben von Leuten in ihrer Freizeit, in Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Manchmal entscheiden sich auch Firmen aus geschäftlichen Gründen dazu, Software als Open-Source zu veröffentlichen. Solche Nicht-Waren-Verteilung ist aus naheliegenden Gründen praktisch auf Informationsgüter beschränkt. Ihre Arbeit, ihre Verbreitung wird durch geistiges Eigentumsrechte weiter eingeschränkt. Software, Musik, Bücher und so weiter werden durch technische und juristische Maßnahmen am Kopieren gehindert. Das Kopieren ist praktisch ohne Arbeitsaufwand möglich. Durch eine digitale Kopie wird niemandem etwas weggenommen, außer den Urheberrechtinhabern, die einen Teil ihres Monopolprofits verzichten mussten. Privateigentum hemmt den freien Austausch von Informationen. In der Technologie lassen sich
folgende Tendenzen zum Kommunismus erkennen. Was die Energie betrifft, für die Lösung der Energiefrage wird der Kapitalismus ein Hemmnis. Es sei denn, eine Lösung durch Sonne und Wind ist möglich, was aber sehr unwahrscheinlich ist. Bezüglich der Werkstoffe scheint die Produktionsweise neutral zu sein. Es gibt keinen besonderen Vorteil oder Nachteil für die eine oder andere Produktionsweise. Im Verkehr ist zu rechnen mit einer Verteuerung von Schifffahrt und Luftfahrt, was die Spielräume der Verwertung des Kapitals einengt und die Eisenbahn aufwertet, die wenig kompatibel mit dem Privateigentum ist. In der Information zeigt sich schließlich vielleicht am deutlichsten die Unangemessenheit der kapitalistischen Produktionsweise. Sehen wir uns nochmal das Markov-Modell an und achten jetzt mal auf die Rückfälle, die darin enthalten sind. Neben dem Rückfall vom Sozialismus in den Kapitalismus gibt es auch den Rückfall der Bauernökonomie zur Sklavenökonomie. Sklavenökonomie. Warum ist ein Rückfall von der Bauernökonomie etwa in die Clan, in die Stammesgesellschaft oder ein Rückfall vom Kapitalismus in die Bauernökonomie undenkbar? Die Antwort ist, es sind die technologischen Differenzen, die das eine möglich und das andere unmöglich machen. Wenn wir uns mal angucken, Bauernökonomie und Sklavenökonomie, wo es den Rückfall gegeben hat, dann sind die beiden zugehörigen Technologien nicht so weit voneinander entfernt. Die Sklavenökonomie war orientiert an den Meeren, in littoralen Gebieten und entsprechend waren die Verkehrsmittel, besonders Schifffahrt, entwickelt. Aber der große gemeinsame Nenner war die Landwirtschaft, die in beiden Formationen einen großen Raum einnahm. Sozialismus und Kapitalismus, wo der andere Rückfall stattfand, haben dieselbe Technologie. Das erklärt die Möglichkeit des Rückfalls vom Sozialismus in den Kapitalismus. Lenin stellte im Zusammenhang mit dem Goelro-Plan, also dem Plan der Elektrifizierung des gesamten Landes, der Goelro-Plan, aus dem der Goss-Plan, das allgemeine staatliche Planungskomitee wurde. Lenin stellte also damals die berühmte Losung auf, Kommunismus gleich Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes. Also politische Macht plus eine andere Technologie. Vielleicht hat er eine Ahnung davon, dass die Technologie des Kommunismus so etwas wie ein elektrisches Netzwerk sein wird. Heute würden wir mit einem Bonmot eines Genossen aus den 90er Jahren schon sagen, Kommunismus gleich Sowjetmacht plus Internet. Jetzt zum zweiten Komplex der Demografie. Für die Durchsetzung der neoliberalen Politik spielte die Demografie eine bedeutende Rolle. Die Älteren von uns haben den Prozess in der Bundesrepublik Deutschland selbst noch erlebt. Die Wirtschaftswunderjahre nach den Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs führten zu hohen Wachstumsraten bis zu 10,5% einmal.
und das führte zur Absorbierung der vorhandenen Arbeitskräfte. Die Gewerkschaften hatten dadurch eine starke Position, obwohl sie da auch damals schon sozialpartnerschaftlich orientiert waren. Wie reagierten die Kapitalisten? Sie holten Gastarbeiter ins Land und verlagerten Fabriken in Niedriglohnländer. So wurde der Überschuss, ein künstlicher Überschuss an Arbeitskräften hergestellt, was die Gewerkschaften gegenüber der Kapitalistenklasse schwächte. Der ganze Witz der sogenannten Globalisierung war die Herstellung eines Arbeitskräfteüberschusses in einem einheitlichen, liberalisierten Weltmarkt. Dieser Prozess könnte seinen Wendepunkt erreicht haben. Die weltweite Fertilitätsrate nähert sich der einfachen Reproduktion an. Wie wir sehen, wir haben hier einmal die Kurve für die Welt und einmal für Ostasien und Pazifik, gilt das insbesondere für die asiatische Welt. In China, früher die Werkbank des Weltkapitalismus, steigen die Löhne rasant. Indien und Afrika bleiben als Reserve. Die Industrieländer halten sich nur noch dank selektiver Migration an der Grenze zur einfachen Reproduktion. Wir werden gleich sehen, dass dieser demografische Faktor enorme Auswirkungen auf die Existenzgrundlage der kapitalistischen Produktionsweise hat. Zunächst aber zum inneren Mechanismus der kapitalistischen Ökonomie. Kapitalismus ist profitgetriebene Kapitalakkumulation. Ziel der Kapitalisten ist es, monetären Profit zu machen. Sein wirkliches Maß ist aber, das wissen wir seit Adam Smith, die gesellschaftliche Arbeit. Und dies wird den engen Zusammenhang zwischen Profit und Demografie aufdecken. Das Gesamtprodukt, das eine Gesellschaft erzeugt, lässt sich in Personenjahren, also Personen mal Jahr, angeben. Beispielsweise das Gesamtprodukt im produzierenden Gewerbe in Deutschland beträgt ungefähr 7 Millionen Personenjahre. Wie verhalten sich auf lange Sicht Profit und Kapitalstock und wie entwickelt sich das Verhältnis dieser beiden Größen, die Profitrate? Profit pro Jahr lässt sich darstellen als Personenjahre pro Jahr durch Jahr, also in Dimensionen geschrieben, Personen mal Jahr durch Jahr. Jahr kürzt sich weg, es bleiben übrig Personen. Daraus folgt, das Bevölkerungswachstum ist die fundamentale Beschränkung des Profits, also der Profitmasse, weil es die zur Verfügung stehende Arbeit beschränkt. Profit lässt sich ansehen als die Anzahl der Vollzeitarbeiter, die das produzieren, was vom Profit gekauft wird. Luxusgüter, Steuerberater, Gärtner und die Waren, die im Austausch für Neuinvestitionen gekauft werden. Der Kapitalstock ist die Akkumulation vergangener Arbeit. Er hat die Dimension Personenjahre, also auch Personenjahre mal Jahr. Die Profitrate ist das Verhältnis vom Profit zum Kapitalstock. In Dimensionen heißt das Personen durch Personen mal Jahre. Da pürzen sich die Personen weg, es bleibt übrig 1 durch Jahre. Profitrate hat also die Dimension Zeit hoch minus 1, wie man es auch von einer Rate erwartet. Was bedeutet Kapitalstock?
Im Band 1 des Kapital taucht die Formel M durch C plus V explizit nur einmal auf. Und dabei wird noch nicht einmal gesagt, dass es sich hier um die Profitrate handelt. Wobei also C, das konstante Kapital, Rohstoffe, Verschleiß, Kohle, Öl und so weiter sind. Man muss allerdings auch sagen, dass Marx den Begriff konstantes Kapital nicht konsistent verwendet. Das konstante Kapital wird unterschiedlich verwendet, manchmal eben Kapitalverschleiß, manchmal auch Arbeitsmittel, Produktionsmittel. In einem realistischen Beispiel einer Spinnerei mit 10.000 Spindeln fasst er als konstantes Kapital Verschleiß, Hilfsstoffe, Miete und so weiter. Heute würden wir sagen, wears and tears, also Abnutzung und Verschleiß. Ich kann hier nicht näher drauf eingehen. Im Blick auf Band 3 des Kapital zeigt sich, dass eine solch einfache Analyse nicht mehr genügt, wenn Gebäude, Maschinerie, Anlagen und so weiter berücksichtigt werden müssen. Also Kapitalausrüstung, die viele Jahre andauert. Dann wäre nur der Rohstoffe und Verschleiß berücksichtigt würden, würde das Kapital, auf das sich der Profit bezieht, total unterschätzen. Ein Beispiel. 2012 investierte TSMC, einer der größten Chiphersteller, 3 Milliarden Dollar in eine Waferfabrik. Nehmen wir an, sie hat eine Lebensdauer von 14 Jahren. Das gibt eine Abschreibung, ergibt eine Abschreibung von 214 Millionen Dollar pro Jahr. Das wäre also eigentlich das konstante Kapital klein c. Würden wir c gleich 214 Milliarden als Bezug zum Profit nehmen, wäre dies eine totale Überschätzung der Profitrate. 2013 wären 3 Milliarden Dollar in Rechnung zu stellen, statt 214 der Abschreibung des Jahres. 2016 investierte die Fabrik 4 Milliarden in eine zweite Fabrik. Danach, wenn nur die Abschreibung der Fabriken genommen würden, wäre die Überschätzung noch krasser. Dann würden die Abschreibung jeweils von der ersten und der zweiten Fabrik in Beziehung gesetzt zu einem noch viel größeren Kapital. Weil der Kapitalstock beträchtlich zugenommen hat. Wir können an diesem Beispiel auch sehen, dass Kapitalstöcke stark fluktuieren können. Wo bleibt das V, was wir ja kennen aus der Formel M durch C plus V? Wenn wir den Servicebereich nehmen, oder überhaupt den Dienstleistungssektor. Ein Beispiel, wenn eine Starbucks-Verkäuferin ihren Lohn bekommt, ist ihre Arbeit schon längst in Geld auf einem Konto des Unternehmens umgewandelt. Der Lohn wird faktisch im Nachhinein bezahlt. In der Praxis wird in diesem Fall also kein variables Kapital vorgeschossen. Das gilt im Allgemeinen für den größten Teil des Dienstleistungssektors und der Lebensmittelzubereitung. Betrachten wir nun das andere Extrem, eine Airbus-Fabrik. Die Beschäftigten dort werden monatlich bezahlt, aber es dauert mehr als einen Monat, bis ein Flugzeug fertig ist, sodass es den Anschein haben könnte, dass es hier einen Bestand an variablem Kapital gibt. Es ist aber nicht so. In den Bilanzen von Airbus werden die teilweise fertiggestellten Verkehrsflugzeuge als Teil des Kapitalstocks des Unternehmens ausgewiesen, als Bestand an unfertigen Erzeugnissen. Sollte etwa
die Hamburger Airbus-Fabrik als laufender Betrieb an ein anderes Unternehmen verkauft werden, wäre dieser Bestand an unfertigen Erzeugnissen im Preis enthalten. In jedem Fall wird der Bestand an unfertigen Erzeugnissen in den Büchern als Teil des Kapitalstocks erscheinen. Würde man bei der Berechnung der Profitrate beispielsweise einen Monatslohn als Teil des Gesamtkapitals einbeziehen, käme es zu einer Doppelzählung, da der Wert des unfertigen Erzeugnisses bereits als Teil des Kapitalstocks gezählt wird. Die grundsätzliche Problematik der Profitrate ist ganz simpel. Wenn wir mal hier das einfache Beispiel nehmen, ausgehend von einem Kapitalstock, der 200% des Nationaleinkommens ausmacht und der Profit 50% des Nationaleinkommens, dann ist die Profitrate, das Verhältnis von Profit zu Kapitalstock, 25%. Wenn jetzt jedes Mal 50% des Profits investiert werden, dann wächst der Kapitalstock um 25%. Und bei jedes Jahr oder jede Zeiteinheit würde dann das Verhältnis von Profit zu Kapitalstock geringer werden. Das heißt, die Profitrate wird sinken. Wenn der Kapitalstock schneller wächst als der Profit, sinkt die Profitrate. Sie bleibt gleich, wenn Kapital und Profit proportional wachsen. Da spricht man von der Gleichgewichtsprofitrate. Betrachten wir nun etwas näher den Zusammenhang zwischen Demografie und Profitrate. Wir sehen hier das Ergebnis des Verlauf der Profitrate, Entwicklung der Profitrate, wenn nach einer Reihe von Umschlägen, entwickelt, die unter folgenden Bedingungen stattfinden. Es ist also irgendein Kapital vorhanden, das mit einer Akkumulationsrate von 100% sich vergrößert, also sämtlicher Profit investiert wird, Mehrwertrate 100% und einem Populationswachstum, also dem Wachstum der arbeitenden Bevölkerung um 5% bei jedem Umschlag. Die Profitrate am Anfang ist 25%. Wir werden feststellen, im Laufe der Zeit wird die Profitrate sich annähern der 5%, was gerade das Wachstum der Population ist. Bei einem Populationswachstum von 3% würde sich entsprechend die Profitrate auf 3% anwachsen. Das heißt, sie geht dann allmählich über in eine Gleichgewichtsprofitrate, in der sich Profit und Kapitalstock im gleichen Verhältnis entwickelt. Betrachten wir nun den Einfluss der Akkumulationsrate auf die Profitrate. Das Populationswachstum von 5% bleibt auch zunächst die 100% Akkumulation. Das ist die rote Kurve. Das ist also die Situation, die wir eben am Anfang hatten. Wenn jetzt die Akkumulation statt 100% nur noch 50% ausmacht, dann werden wir feststellen, dass die Profitrate sich auf dem 10%, dem doppelten Wert der
des Bevölkerungswachstums einpendelt. Es bleibt aber dabei, dass die Profitrate durch die Demografie bestimmt wird, denn die Referenz zur Bevölkerung, zum Populationswachstum ist ja weiterhin vorhanden. Die Lohnquote hingegen hat langfristig, wie wir sehen, keinen Einfluss auf den Verlauf der Profitrate. Das sind hier drei unterschiedliche Lohnquoten. Und nach anfänglichen Differenzen pendeln sie sich schließlich auf denselben Wert, und zwar wieder dem Wert des Populationswachstums, ein. Zurück zum Wachstum des Profits. Profit P lässt sich auch darstellen als P gleich N mal 1 minus W, wobei N die Gesamtzahl der arbeitenden Menschen ist, W der Anteil der Arbeiter, die den Konsum der Arbeiter produzieren, oder kann es auch als Lohnquote ansehen, als den Anteil an einem Arbeitsjahr, der für die Produktion der Güter, die ein durchschnittlicher Arbeiter verbraucht, verwendet wird. Wir können bei konstantem W stimmen die Wachstumsraten von P und N überein. Wir können also die Annahme wagen, dass die Wachstumsrate des Profits ungefähr gleich ist der Wachstumsrate der Population. Wodurch wird das Wachstum des Kapitalstocks bestimmt? Die oberste Grenze ist gesetzt durch den Profit. Also wenn der gesamte Profit akkumuliert wird, dann ist die oberste Grenze erreicht. Der entscheidende Faktor ist der Akkumulationsanteil. Bei einem Akkumulationsanteil I ist die Bruttowachstumsrate des Kapitalstocks K gleich I mal P, das heißt also der Anteil des Profits, der akkumuliert wird, geteilt durch im Verhältnis zum Kapitalstock K. P durch K ist aber das Verhältnis, ist aber die Profitrate. Wir können also sagen, Kapitalstock, das Wachstum des Kapitalstocks K ist gleich I, der Akkumulationsanteil I mal Profitrate. Ein Teil des Kapitalstocks muss wegen Verschleiß abgeschrieben werden. Die Verschleißrate sei Delta. Sie macht einen Teil des Kapitalstocks hinfällig, sowie auch der technische Fortschritt, also das Wachstum der Arbeitsproduktivität. Die Nettowachstumsrate des Kapitalstocks ist dann K gleich I mal R minus Delta und minus G, also minus Abschreibung, minus wachsende Arbeitsproduktivität. Es lässt sich zeigen, im Modell wohlgemerkt, wir sind noch nicht in der Wirklichkeit, dass es eine Gleichgewichtsprofitrate, R Stern, gibt mit der Eigenschaft N, also die Bevölkerungswachstum plus Delta plus G durch I, zu der sich die aktuellen Profitraten hinbewegen. Wir wissen ja, Gleichgewichtsprofitrate heißt, der Profit wächst in demselben Verhältnis wie der Kapitalstock, das heißt, ihr Wachstum ist gleich Null. Sie hat die Eigenschaft eines Attraktors, das heißt, sie gibt die Tendenz an, zu der sich die aktuellen Profitraten bewegen. Sehen wir uns die einzelnen Größen noch einmal an. Das Bevölkerungswachstum N, hatten wir gesehen, ist der entscheidende Treiber der Profitrate.
G und Delta verkleinern den Kapitalstock und erhöhen damit die Profitrate. Im Nenner steht die Investitionsrate I. Je höher sie ist, desto mehr wächst der Kapitalstock und verkleinert die Profitrate. Und umgekehrt, je mehr Kapital unproduktiv verwendet wird, desto höher die Profitrate. Dieses Ergebnis entspringt ja sozusagen Überlegungen aus dem Labor. Die durchgeführten Experimente, die schönen bunten Computerbilder selbst haben mit der Wirklichkeit zwar nicht allzu viel zu tun, können einem aber Zusammenhänge auf die Spur helfen. Wissenschaft funktioniert so, dass Modelle der Wirklichkeit, also genauer die Attribute, die uns daran interessieren, gebastelt werden. Und dann guckt man, ob sich die wirkliche Welt so verhält wie das Modell. Die Behauptung einer solchen Gleichgewichtsprofitrate, zu der die augenblicklichen Profitraten tendieren, ist, wie es sich für eine wissenschaftliche These gehört, empirisch überprüfbar und damit falsifizierbar. Die Prüfung hat sie bisher glänzend bestanden. Wir illustrieren das an zwei Beispielen, Japan und Großbritannien. Wir sehen auf beiden Karten zwei Linien. Die durchgezogene Linie, das ist der Verlauf der Gleichgewichtsprofitrate, und die gestrichelte Linie, das sind die tatsächlich eingetretenen Profitraten, also die von der Gleichgewichtsprofitrate prognostiziert werden. Und wir sehen, in beiden Fällen stimmen Prognose und Tatsache verblüffend überein. Die Kurven selbst sind sehr unterschiedlich. Beides sind hochentwickelte kapitalistische Länder. Japans Profitratenkurve dümpelt seit 1980 so vor sich hin, um 10%. Jetzt ist es seit längerer Zeit noch darunter. Japan ist ein Land mit stagnierender Bevölkerung, seit 9 Jahren sogar mit abnehmender Bevölkerung. Das schlägt sich also hier auch in den Profitraten nieder. Großbritannien hingegen hat den Profitratenverlauf einer typischen hochentwickelten kapitalistischen Landes. Bis in die 70er Jahre hinein ging das Wachstum der arbeitenden Bevölkerung zurück. Mit dem Übergang zur neoliberalen Politik stieg sie wieder an in Verbindung mit Immigration und Liberalisierung von Arbeit und Kapital, Einschränkung gewerkschaftlicher Rechte, Erhöhung der Ausbeutung und so weiter, was sich für einige Zeit im Aufstieg der Profitrate niederschlug. Seitdem sind sie aber auch wie in Japan, gehen sie kontinuierlich runter und dümpeln auch heute in den meisten dieser Länder vor sich hin. Zurück zur Formel. Welche Konsequenzen stecken darin? Geht das Wachstum der arbeitenden Bevölkerung N gegen Null, wird die Profitrate nur noch reichen, um die Abschreibungsrate Delta auszugleichen. Die Frage ist, rettet die Arbeitsproduktivität die Profitrate? Die Antwort ist nein. Denn wenn wir uns die Entwicklung der Arbeitsproduktivität angucken, dann sehen wir, dass über langfristig gesehen, zumindest seit 60 Jahren, das Wachstum der Arbeitsproduktivität zurückgeht. Das heißt, nur ein Zurückfahren der Akkumulationsrate I, das heißt also die unproduktive Verwendung des Kapitals, würde die Profitrate erhöhen. Das Zurückfahren der Investitionen bedeutet aber letztlich Zurückfahren der wirtschaftlichen Tätigkeit. Die Existenzkrise der kapitalistischen Zivilisation wäre da. Dieser Prozess, der in einer Gesellschaft stattfindet, die schon stark polarisiert ist,
in eine kleine Elite und der Masse, deren Lebensstandard sinkt, zieht politische Bewegung mit und nach sich. Massen werden sich bewegen. Wohin ist ungewiss. Krieg ist die größte Gefahr, dass alles zunichte gemacht wird. Aber mit Sicherheit werden auch sozialistische oder kommunistische Ideen als Massenbewegung zurückkehren. Wenn wir die Ergebnisse unserer Untersuchung von Technologie, Demografie und Tendenz der Entwicklung Revue passieren lassen, stehen die Chancen für einen Kommunismus nicht schlecht. Daraus schöpfe ich meine Zuversicht, auch als Mitglied der kommunistischen Bewegung.